Hallo und herzlich willkommen wieder bei Neulich im Garten, hier ist der Schmuck. Schön, dass Sie wieder dabei sind, freut mich. Kümmern wir uns heute mal um eine ganz profane Kultur wie Kartoffeln. Ja, die Dinger, die sich säckeweise für 2,99 Euro im Supermarkt haben können. Gar keine Frage. Selbstversorger, die müssen das anbauen. Grundnahrungsmittel, also ohne Grundnahrungsmittel klappt nichts. 8 mal 10 Meter rund stehen hier Kartoffeln. Ich habe zu Anfang keinen Film davon gemacht, wie ich die ausgesät habe oder gepflanzt habe. Da war ich ziemlich erkältet. Da ist auch nicht alles glatt gelaufen. Ich zeige das gleich. Aber trotzdem, mit der Ernte bin ich zufrieden. Wahrscheinlich habe ich so viele Kartoffeln, die Kinder werden mich schlagen, wenn ich denen demnächst Bratkartoffeln statt Nutella-Brot morgens anbiete. Die werden mich schlagen. Aber nur gut, geht um Selbstversorgung. Und Selbstversorgung, da muss man Grundnahrungsmittel haben. Und Grundnahrungsmittel bei uns ist eben größtenteils Kartoffeln. Wahrscheinlich habe ich 4 Sorten ausgepflanzt. Ich weiß aber nur noch 3. Rosara, Leila und Laura. Eine, und zwar wahrscheinlich die, das ist die einzige von allen, die noch steht, also die auch noch relativ gesund aussieht, also gesund wie gesund, zumindest steht sie noch, alle anderen sind schon vor Wochen der Krautfäule zum Opfer gefallen. Das ist die einzige Sorte, von der ich nicht weiß, wahrscheinlich nicht weiß, was das ist. Das waren extrem frühe, mittelfrühe und mittelspäte, aber ganz späte, diese Lagerkartoffeln habe ich keine gemacht, weil das hat bisher nie funktioniert. Irgendwann werde ich mich nochmal dran wagen. Da hinten steht allerdings ein kleines Stückchen, so 2 Meter, Sarpomira. Das soll ja die einzige Kartoffel sein, die relativ Krautfäule tolerant ist. Und sie hält sich auch noch. Sie ist nicht ganz gesund geblieben in diesem Meer von kranken Kartoffeln, aber sie hält sich noch. Und die werde ich allerdings nicht essen, sondern die werde ich dann als Saatkartoffel für nächstes Jahr nutzen. Und jetzt werfen wir mal einen Blick drauf, wie sich das Ganze hier so gestaltet. Von hier vorne, wo der Spargel wächst, bis hinten zum Maisfeld, 10 Meter, nur Kartoffeln gestaffelt, früh, mittelfrüh und so weiter, bis die mittelspäten hinten runter. Die ersten habe ich schon ausgemacht, das ist ein Berg von Kartoffeln. Wir gucken mal nach, was den anderen dran hängt. Bei so einem großen Stück, das alles auch mit der Hand zu machen, ist ein gewisser Aufwand. Dann habe ich versucht, das mit dem Einachser zu machen. Da habe ich so einen Kartoffelhäufler, habe die Kartoffeln schön in einer Reihe auf die Erde gelegt und habe dann versucht, mit dem Kartoffelhäufler da drüber zu fahren, dass die Reihen zuschiebt. Hat nicht funktioniert. Das Ding ist permanent aus der Spur gelaufen, ist über die Kartoffeln gefahren, ging also nicht. Es war auch schlecht zu wenden hinten an den Ecken, weil alles so gedrängt ist. Letztendlich habe ich dann so ab hier die restlichen mit der Schaufel zugeschüttet. Und zwar tief, so tief. Ja, also rechts und links jeweils eine Schaufel da drauf, so tief. Die anderen, die lagen nur sehr flach. Das mit dem Tiefen, das war gar nicht mal so eine schlechte Idee. Die haben zwar ewig lange gebraucht, bis das rauskam, aber wenn sie dann rauskam, ich bin angetan davon. Also es ist zwar bei der Pflanzung ein bisschen mehr Arbeit, wenn man die ziemlich tief unter die Erde schiebt mit der Schaufel. Aber bei der Ernte ist dafür umso einfacher, weil ich brauche den Hügel letztendlich nur zur Seite zu schieben. Hier haben wir so einen klassischen Fall, wo die Kartoffel definitiv so gut wie nicht unter der Erde gelegen hat. Die Kartoffeln wachsen alle außen, dürften alle grün sein, nicht zu verwerten. Schade drum, das sind so 2 Reihen, wo mir das so passiert ist. Die restlichen sind besser. Lass uns mal sehen, was die Überraschung hier sagt. Also hier ist die Erde nämlich wirklich locker, da wo ich diese hoch aufgeschüttet habe. An den anderen Stellen war das nämlich bei weitem nicht so. Macht doch richtig Spaß hier, die aus der Erde zu holen. Was allerdings auch vertreten war, Wühlmäuse. Ich hätte besser früher dagegen angehen sollen. Habe ich verpasst. Kann man noch nichts gegen sagen. Ach, schon wieder eine. Nicht lagerfähig. Also ernten ist sowieso die angenehmste Arbeit an dieser ganzen Gartenangelegenheit.
das Ganze noch mal etwas aus der Nähe. Da kommen sie raus. Boah. Also ich bin wirklich mit der diesjährigen Ernte mehr als zufrieden. Das ist jetzt die Ernte von etwas mehr als einem Meter. Schöne, makellose Kartoffeln. Wenn ich die nicht gerade angestochen habe, wie die hier. Also, kann man da was gegen sagen? Begeistert. Diese paar Pflanzen sind diese besagte Sapomira. Nochmal einen herzlichen Dank an den Spender, der mir die zur Verfügung gestellt hat. Die halten sich, also sie haben Stellen, wo Krautfäule dran war. Aber ansonsten halten die sich sehr wacker und das in dem Meer von absterbenden Kartoffelpflanzen. Ich denke mal, wenn die alleine gestanden hätten, dann sehen die noch wesentlich besser aus. Jetzt probieren wir diese Sorte aber trotzdem nochmal, obwohl die noch nicht ganz abgestorben ist. Wir gucken mal nach, was da dran ist. Die Schnecken haben es trotzdem wieder geschafft, unter die Erde zu kommen. Habe ich im letzten Jahr dasselbe Problem gehabt. Da oben in der Ecke ist der Link zum Film. Kann man nichts gegen sagen. Da kann man doch nicht meckern. Also besser als das kann man sich nicht wünschen. Hier. Und was haben die bekommen? Alpaka-Mist, der aber zum Teil immer noch oben drauf liegt. Da ist der Film. Ansonsten, ich glaube, ich habe ein bisschen Hornspäne verteilt. Ansonsten nichts. Die lasse ich jetzt noch weiter absterben. Die sind mir noch zu grün. Aber bei den anderen Sorten, die abgestorben sind, da werde ich jetzt ernten. Das Ergebnis von zwei Reihen a 8 Meter Kartoffel. Ich denke mal, das kann sich sehen lassen. Ich weiß nicht, wer das alles essen soll. Hab mich da mächtig überschätzt. Aber, Junge, wie sagt man, der dümmste Internetstar hat die dicksten Kartoffeln. Und das ist ja nur ein Bruchteil von all dem. Also ich würde mal schätzen, so die Hälfte habe ich jetzt raus. Da kommen noch 8 rein, also das wird ziemlich viel werden. Noch als Information, Reihenabstand da war bestimmt 60 cm. In der Reihe 35 cm, so Pi mal Daumen. Und dann, wie gesagt, einfach zugeschaufelt. Kartoffeln kann man auch einfacher anbauen. Habe ich hier den Film für, einfach Stroh drüber decken. Ist nicht so ertragreich wie hier, aber wer Gartenland gewinnen will, habe ich da gezeigt, dass klappt damit prima. So ist die Variante natürlich erheblich besser. Wer mehr wissen will, nicht nur Kartoffeln, Enten, Bienen, Hühner, Selbstversorgung, alles, was das Leben interessanter macht. Neulich im Garten.de/Blog, YouTube-Kanal Hase. Da noch ein paar Links von mir. Da der Link zum Abonnieren. Nicht vergessen, weiterempfehlen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Meinungen rein unten in die Kommentare, wenn ich auch nicht alle beantworte. Würde mich aber interessieren, was Sie da so zu meinen. So, bis dann. Tschüss.